In Rinntal bei Annweiler arbeitet Timo Schwinn in einer Steinmetzwerkstatt. Hier wird im Sinne des Denkmalschutzes restauriert. Klar, der Zahn der Zeit nagt an allem, auch an den Steinen. Aber dazu sind wir Steinmetze halt wieder da, um es wieder schön aussehen zu lassen oder halt auch aus statischen Gründen, wenn halt wirklich was kaputt ist und was geändert werden muss. Und es wäre schade, es einfach verfallen zu lassen. Es entstehen Bauelemente aus Naturstein für neue Gebäude oder auch handwerkliche Grabmale. Man sieht das Objekt oder man sieht die Zeichnung oder ein Motiv, was auch immer was man machen will. Und dann muss man erst mal überlegen, wie komme ich dahin, dass ich das in Stein umsetzen kann. Jedes dieser Teile ist ein Einzelstück, erfordert Geduld und Präzision. Selbst wenn ich ein Stück zwei, dreimal machen muss, weil es dasselbe Stück ist, es ist nie dasselbe. Der Stein ist jedes Mal anders, er bricht jedes Mal anders. Man geht immer ein Stück weit anders vor. Schwinns Bildhauerarbeiten sind Kunsthandwerk auf höchstem Niveau. Mit seiner Sandsteinskulptur Endlos, in Form eines in sich verschlungenen Knotens, hat er die Pfalzpreisjury begeistert. Also das Stück ist eigentlich mein Meisterstück. Und ich habe mich zu der Zeit viel mit Zeit an sich befasst und bin dann halt auch Zeit in Motivform, bin ich auf ein Möbiusband gestoßen. Und mir ist damals aufgefallen, als ich das Stück entworfen habe, dass ich Zeit immer nur in Zukunft und Vergangenheit eingeteilt habe, aber nie noch die Variante mit jetzt mit einbezogen habe. Das ist für mich so das Faszinierende daran. Und dass die Werke, die ich schaffe, wenn alles gut läuft, mich bei weitem überdauern.